Erfolg für Deniz Yücel. Das Verfassungsgericht in Ankara hat die einjährige Untersuchungshaft des Journalisten in der Türkei für rechtswidrig erklärt. Das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit sowie auf Meinungs- und Pressefreiheit seien verletzt worden, hieß es in dem Urteil. Die Richter bemängelten, dass Yücels Artikel teilweise fehlerhaft übersetzt wurden. Zudem könne der Journalist nicht für Aussagen in einem Interview verantwortlich gemacht werden. Der Reporter der Zeitung Die Welt erhält laut Urteil einen Schadenersatz von umgerechnet rund 3.800 Euro. Eine getrennte Schadenersatzklage laufe noch, so Yücels Anwalt. Einen Verstoß gegen das Folterverbot sahen die Richter nicht. Yücel hatte im Mai erklärt, er sei während der Haft gefoltert worden und machte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dafür verantwortlich. Die Verhandlung gegen den Journalisten geht am 16. Juli in dessen Abwesenheit in der Türkei weiter. In der Anklage wird Yücel Propaganda für eine Terrororganisation und Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit vorgeworfen. Pressefreiheit einschränken,